Schauen wir uns nun den Beweis des Satzes vom Maximum und Minimum an. Dieser Satz besagt, dass eine stetige Funktion, die auf einem kompakten Intervall definiert ist, selbst beschränkt ist und ihr Maximum und Minimum annimmt. Wir haben hier ein solches kompaktes Intervall AB aufgezeichnet und wenn wir uns nun eine stetige Funktion nehmen, der Graph dieser Funktion könnte zum Beispiel so aussehen. Wir fangen hier an, zeichnen den Graphen der Funktion. Ohne selbst abzusetzen. Das müssen wir machen, weil der Definitionsbereich dieser stetigen Funktion zusammenhängt ist. Dann sehen wir, dass dieser Graph beschränkt ist und wir können auch intuitiv gut vermuten, dass diese Funktion ihr Maximum und Minimum annimmt. Schauen wir uns nun den Beweis an. Warum muss das wirklich gelten? Nennen wir hierzu unsere stetige Funktion, die wir gegeben haben, f. Was wir als erstes machen ist, wir betrachten das Bild von f. Sprich, wir nehmen alle Funktionswerte, die f irgendwie annimmt und machen daraus eine Menge. In diesem Beispiel ergibt sich, wie man sich überlegen kann, ein Intervall, nämlich dieses, was ich hier auf der rechten Seite einzeichne. Dieses wäre dann das Bild f von AB. Generell wissen wir noch nicht für den Beweis, wie diese Bildmenge aussieht. Man kann zeigen, beweisen, dass es ein Intervall ist, aber jetzt aktuell, weil wir ja auch noch nicht wissen, ob f wirklich beschränkt ist oder unbeschränkt, können wir erstmal nichts über diese Bildmenge aussagen. Im nächsten Schritt bilden wir das Supremum dieser Menge. Das Supremum ist, wenn die Menge nach oben beschränkt ist, eine Zahl, die man kann auch beweisen, dass dieses Supremum immer existiert. Das folgt aus dem Supremumsaxiom. Und wenn unsere Menge nach oben unbeschränkt sein sollte, wir müssen ja erst noch beweisen, dass die Funktion beschränkt ist, dann wäre das Supremum unendlich. Also sprich, wir erlauben explizit, dass das Supremum auch unendlich sein kann. Und mit dieser Erlaubnis können wir immer das Supremum der Menge bilden. In diesem Fall würde hier das Supremum der Bildmenge liegen. Das Supremum hat eine Eigenschaft, dass wenn es aus einer Menge gebildet wird, dass es immer eine Folge in dieser Menge gibt, die gegen dieses Supremum konvergiert. Also wir können eine Folge von Funktionswerten bilden. Welche gegen das Supremum konvergiert. Diese Folge der Funktionswerte muss nicht zwangsweise streng monoton steigend sein. Also es könnte sein, dass wir hier y1 haben, hier y2, hier y3, y4, y5 und so weiter. Sprich, diese Folge muss nicht streng monoton sein, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir eine Folge in irgendeiner Form bilden können, sodass diese Folge gegen das Supremum geht. Die Folge, die ich hier auf der rechten Seite eingezeichnet habe, deren Folgenglieder sind alle Funktionswerte. Sprich, es gibt zu jedem dieser Zahlen mindestens ein Argument, welches über f auf diesen Funktionswert abgebildet wird. Also wenn wir uns y1 nehmen, dann ist es so, dass es mindestens ein Argument gibt, welches auf y1 abgebildet wird. Und von diesen Argumenten, von denen es ja auch mehrere geben könnte, bei y1 ist das der Fall, wählen wir ein beliebiges aus. Also sagen wir mal hier, wählen wir ein Argument, was auf y1 abgebildet wird, bei y2 nehmen wir uns dieses Argument hier raus, dann haben wir hier x2,
Wir haben hier oben y3, das wäre dann vielleicht hier. Wenn wir das hier y6, y3, y4 wäre vielleicht dann hier, x4, zack, x5, x6 und dann haben wir hier noch ganz viele, die hier liegen. X7 könnte zum Beispiel hier sein. Und dann kriegen wir halt eine Folge von Argumenten raus, die, wenn wir sie über f abbilden, deren Grenzwert dann das Supremum ist. Also was wir über diese Argumentenfolge, die wir gerade gebildet haben, sagen können, ist, dass der Limes von n gegen unendlich f von xn gleich das Supremum ist. So, nun sehen wir, dass unsere Argumentenfolge sind in dem Intervall a bis b liegt, mit a und b eingeschlossen. Also wir haben eine Folge, die innerhalb eines abgeschlossenen und beschränkten Intervalls definiert ist. Nun können wir den Satz von Bolzano-Weierstrass anwenden. Dieser Satz besagt, dass wenn ich eine beschränkte Folge habe, unsere Folge xn ist ja beschränkt, dann besitzt diese Folge mindestens eine konvergente Teilfolge. Also wir können uns von den xn, die wir hier definiert haben, eine Teilfolge definieren, oder es gibt eine Teilfolge, die wir den Satz von Bolzano-Weierstrass rausbekommen, welche gegen eine Zahl konvergiert. Diese Zahl würde dann hier liegen und nennen wir diese Zahl x Tilde. So, was können wir über diese Teilfolge xnk aussagen? Wenn wir auf diese Teilfolge f anwenden, das heißt, sprich für jedes xnk bilden wir über f ab, dann erhalten wir eine Teilfolge von unserer ursprünglichen Funktionswertfolge. Das heißt, wir haben jetzt hier yn, y ist 2, dann haben wir x5 noch gewählt, hier liegen, dann haben wir hier eine Teilfolge. So, dann haben wir eine Teilfolge von den Funktionswerten, welche gegen das Supremum konvergiert. Für diese Teilfolge ist es so, dass diese ja auch gegen das Supremum konvergieren muss. Ich habe meine Funktionswertfolge konvergiert gegen das Supremum, sprich jede Teilfolge muss auch gegen das Supremum konvergieren. Also wir können schon mal aufschreiben, dass Limes k gegen unendlich f von xnk auch das Supremum von f a b ist. Wir haben ja bewiesen, dass für eine konvergente Folge jede Teilfolge gegen denselben Grenzwert konvergieren muss. Auch können wir eine weitere Sache sagen. Das x Tilde, die Zahl, die muss auch zwischen a und b liegen. Ne? Jede der Zahlen der Teilfolgen liegt zwischen a und b. Das heißt, wir haben a ist kleiner gleich x in k ist kleiner gleich b. Und daraus folgt, dass dann auch der Grenzwert zwischen a und b liegt. Also sprich, a ist kleiner gleich als der Limes von k gegen unendlich, x in k ist kleiner gleich b. Also folgt daraus, dass a kleiner gleich x Tilde kleiner gleich b ist. Also x Tilde ist selbst auch ein Argument der Funktion. Und dementsprechend besitzt es einen Funktionswert. Also es existiert ein f x Tilde.
Und nun können wir folgendermaßen argumentieren. F von x tilde ist ja nichts anderes als der Grenzwert unser x in k. Das können wir dann aufschreiben. Das ist f von Limes k gegen unendlich x in k. Nun ist unsere Funktion f stetig. Bei stetigen Funktionen wissen wir aufgrund des Folgenkriteriums, dass wir den Limes rausziehen können. Also es ist gleich der Limes von k gegen unendlich f von x in k. Wir haben hier oben bereits festgestellt, dass dieser Limes gleich dem Supremum ist. Also ist es gleich das Supremum von f ab. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann sehen wir, dass f von x tilde gleich das Supremum des Bilds ist. Und das ist die Gleichung, mit dem wir schon den Satz bewiesen haben. Wir können nämlich jetzt folgendermaßen argumentieren. Das Supremum ist f von x tilde, ist also ein Funktionswert. Unsere Funktion f ist reellwertig, sprich das Ergebnis einer Funktionsabbildung muss immer eine reelle Zahl sein. Dementsprechend ist das, was hier rauskommt, auf jeden Fall eine reelle Zahl und dementsprechend muss auch das Supremum eine reelle Zahl sein. Wenn aber das Supremum der Bildmenge eine reelle Zahl ist, dann ist die Bildmenge beschränkt. Also alle Funktionswerte sind ja kleiner gleich als das Supremum nach der Definition. Das Supremum ist eine reelle Zahl, dementsprechend sind alle Funktionswerte kleiner gleich als eine reelle Zahl. Und das ist genau dafür die Definition, dass unsere Funktion nach oben beschränkt ist. Also wissen wir auf dieser Gleichung sofort, okay, unsere Funktion muss nach oben beschränkt sein. Außerdem ist es so, dass f selber ist ja ein Funktionswert. Also dieses Supremum ist ein Funktionswert, wird also selber angenommen. Dieses f von x tilde lebt ja auch in der Bildmenge, ist ja da enthalten. Dementsprechend ist das, was wir hier betrachten, nicht nur ein Supremum, sondern ein Maximum. Es gibt ein Argument, und dieses haben wir bereits gefunden, ist unser x tilde, welches auf das Maximum der Funktionen abgebildet wird. Und damit haben wir durch diese Gleichung, die wir gezeigt haben, bewiesen, dass unsere Funktion f nach oben beschränkt ist. Und dass ihr Supremum angenommen wird, sprich sie besitzt ein Maximum. Also es gibt ein Argument, welches auf dieses Maximum abgebildet wird. Was nun noch fehlt, ist der zweite Teil des Beweises. Nämlich zu zeigen, dass unsere Funktion f auch nach unten hin beschränkt ist und dass ihr Minimum auch angenommen wird. Dies lässt sich aber völlig analog zu dem, wie du es hier siehst, beweisen.